Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Contrast. So, wen müssen wir? Folgen Johnny. Johnny, ich folge dir. Auf den offenen Straßen. Was? Hey, die Tür zu. Zimmer 529. Ah, Zimmer 529. Wo ist denn hier Johnny? Ach, Didi. Ich folge dir, unauffällig und mit einer tollen Eleganz. So, wo du denn? Live on Lee Point. Gehen wir ins Lee Point? Aha. Wahnsinn. Hast du das gesehen, Didi? Ich kann den hier. Wundertoll das Ganze. That's the amazing Vincenzo. He's a world famous illusionist. What's Daddy doing with him? Ich muss auch hier zwischendurch mal ein bisschen die Umgebung durchsuchen, damit ich hier so wie das da nicht vergesse. Bonusmaterial und sowas. Where are you going? Daddy went in there. Oh, tut mir leid. Ich war schon wieder zu schnell. Ja, ich komme ja schon. Come on, Vincenzo. Ich habe hier noch nicht so einen wirklichen Menschen gesehen, eigentlich auf der Straße. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You've got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me of... Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash, don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. The amazing Vincenzo. Also ich kenne ja bloß den Amazing Spider-Man, aber der wird wohl hier, glaube ich, kaum mitmachen. Was gefunden? Bonusmaterial. Ja. Ach, dann ist er doch hier. Vincenzo. Besser als der Amazing Spider-Man ist er trotzdem nicht. Er kann so amazing sein, wie er möchte. Das so kalt hat man. Ah. Aber... Das sieht gut aus. So. 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 Hoppala. So. Das funktioniert doch wundertoll, das Ganze. Ach so, ich muss ja da drüben hin. Kann ich bestimmt ja einmal rumlaufen jetzt. Ich wollte ja sowieso mal die Umgebung mal ein bisschen genauer... Ja, ja. Hier hört der Balkon auf. Sehr schön. Ah, hier. Bonus, ich komme zu dir. Ah, der Managerraum. Sehr schön.
Ich klopf mal erstmal an. Hallo, jemand zu Hause? Klopf, klopf. Hallo? Hier noch was, Nöne? Le Pond. Wollen wir uns heute treffen im Le Pond? Da werden wir den unglaublichen Vincenzo sehen. Achso. Jetzt. Bring the reel to the cinema. Achso, wieder rausgehen. Ich hab alles dabei, Didi. Los, lass uns abhauen. Hey, bleib hier. Nicht so schnell. Ah, das Cinema. Wo sind wir denn hier eigentlich? Guck mal, da ist ja gar kein Boden, ne? Wenn du da runterfällst, ist ja gleich vorbei. Deshalb wir hier. Und hier wohnen wir. Hammer. Finde ich in Ordnung. So. Erstmal müssen wir uns einen Weg hier rüber schaffen. Hoppala. So geht's natürlich auch. So, die, mach mal hier. Ah, wundertoll das Ganze. So. Bringen Sie mich mal ganz heil rüber. Oh. Ja. Wenn man nicht schnell genug drückte, dann ist man am Abkacken. Ah, wundertoll. Ta-da-da-da! It's too far. Ja, das ist diese Ober-Pro-Game-Eske. Struktur? Steht Kaution. Was? Wie was? Hey, wait for me. Da. Ich versuche gerade irgendwas zu deuten, was meine Schwester mir zeigen möchte, aber irgendwie. Ach, durchseppen. Ah! Ich bin heute Abend wieder schwer vom Begriff. So, jetzt. Haltet mich nicht alle hier vom Zocken ab. Ich bin ja beim Let's Playen, so. Siehst du, habe ich doch gewusst, dass das so funktioniert. Zäh. Ich brauche hier Hilfe von niemandem. Zäh. Sprech mit der Hand. Ich finde, das war eine gute Idee. Nicht, dass ich hier noch mit meinen Stöckel schon irgendwo stecken bleibe nachher. Das könnte nämlich leicht unangenehm werden. Ah, ich muss auch noch eine Kinokarte erstmal ziehen. Einmal durch das Haus ab. Oh, ich habe alle Kinokarten dabei. Wir können los. Was habe ich denn hier mitgebracht? Ja. Bestimmt. So. Ah. Das ist not good. Ich dachte, es ist zu. Schlossknackerin ist ja auch noch. Maybe you could find another way in. Nosferatu. Ah. Ah. Passt schon so. Ich werde mal hier ein bisschen umherschieben. Den wollte ich doch gar nicht. Mhm.
Egal, wir machen das jetzt so. Da werde ich ja wohl hochkommen. So. Na, komm ich da nicht hoch? Er steigt ja auf den Hut. Ja, scheiße. Geht wohl doch nicht. Muss ich kleiner machen. So. Ich stelle die mal alle schön nebeneinander hier. Komm du mal her, Nosferatu. Wo ist eigentlich Didi schon wieder hin? So muss es ja passen jetzt eigentlich. Hey, weg mit deinen Patscherpfoten da. Was macht man nicht? Ja, ich brauche doch nochmal die andere Puppe. Hey, ist ja wirklich eine Puppe. Oh, oh. Wow. Ich muss es anders machen, glaube ich. Das funktioniert so nicht. Ich muss die tauschen, glaube ich. Was heißt hier? Ach so, ja, schlau. Da ich ja nicht so ein Experte bin oder in sowas, na, wie heißt das? Diese Rätselspiel und so weiter, ist meine liebe und freudige Schwester mit dabei und gibt mir von hinten heimliche Tipps. Aber das nur unter uns. Psst, kein Weitersagen. Ah, ich bin eigentlich in diesen Rätsel spielen oder sowas, übelst der Noob, sozusagen. Ich gebe es auch offen und ehrlich zu, warum nicht? Wap, 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 ich renne hier umher, ich gucke, ob hier noch was Schönes ist. Verschlossene Türen sind hier. Und cool. Hoppala. Ah, warte. Geht auch nicht. Ah! Hä? Was ist denn? Wow, das soll mal der Amazing Vincenzo Sprachkarate erstmal nachmachen. Durch die Fensterscheibe. Hat der kann sind bestimmt bloß hier irgendwelche Tauben aus seinem Zylinder zaubern. Nee, nee. Didi, what are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? That's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. Shh, shh, shh. But... Shh. I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you. Didi, you have to get out of here. I won't tell mom you snuck out. Okay, go. Hey, Carmine, Silvio. He doesn't have the movie to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You have to show them the movie. You got him, you're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend that money on, that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie. Show them the movie. So, ach, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Kommen wir rein irgendwie? Nö. Warte, 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 warte. Hier ist die Tür auf. Na. Wir wollen. So, ja, ich spiele ja schon den Film ab. Boah, schnell.
So, hier habt ihr euren Amazing Vincenzo. Hey, knock it off, Sal. Check this out. Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta. Just the four of us. Hmm? Okay, but... He's not asking Johnny. He's telling. Ich folge dir. Das ist ja schlimmer, dass er... Da wird eine verprügelt auf der Bühne, nur weil irgendein Film nicht läuft. Also das ist ja schlimmer als bei Star Wars oder sowas. Oder Herr der Ringe. Errungenschaft freigeschaltener. Akt 1. The Problem of the Trees Little Girl. So. Wo sind wir denn hier? Ah, da oben ist was. Da komme ich aber nur rüber, wenn ich hier schon starte irgendwo. Oh, oh, schnell. Das ist ja doof hier. Ah, jetzt geht's. Ach so, ah, ich hätte mal hier. Ich will ihn da oben haben, unbedingt. So, machen wir hier alle runter. Den krieg ich nicht runter. So. Mann, ticken Uhren hier. Wow. Wow, 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 wow. Hm. Sehr schön. Mit der Steuerung muss noch ein bisschen geübt werden, das Ganze. Mann, komm doch nicht hoch. Generell muss... Schade. Ja, ich habe was falsch gemacht gerade. Das ist mir gerade eingefallen. So, der kommt als erstes hier nämlich. Der kommt als letztes. So. Gucken. So, der ist auf. Schnell, 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 schnell. Ey, der hat mich runtergekickt. Nein! Du wirst für immer unerreichbar bleiben. Okay, wir probieren es noch einmal aus. So, achso. Ohne Momento. So, ich mache ihn pronto. Oh, da war die Speisekarte gerade. Was gab's denn? Ich hätte mal die Zeit anders machen müssen. Wartet, wartet, wartet. Ich bin hier gleich fertig. So. Ich habe den jetzt mal ein bisschen später gemacht. Generell soll das ja jetzt funktionieren. Was sag ich? Ey! Also! Soll das? Was soll das? Der will mich ärgern. Habt ihr das gesehen gerade? Habt ihr das gesehen? Die Schirme haben sich gegen mich verschworen. Ach, scheiße. Ich habe das wieder falsch gemacht. Gleich. Voll ins Gesicht. Dusch! Ah. Oh. Nicht, dass mein Lidschatten noch verschmiert. Oder ich hängen bleibe. Ja, die Uhrzeit passt jetzt. So. So, 3, 2, 1. Ja, so geht das. Und nicht anders. So. Schon geht es weiter. So, aber von hier aus geht es erst das nächste Mal weiter in der nächsten Folge von Gaming with Ben. Ich war euer Ben und das war das Game Contrast. Und wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder. Und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann gerne Kanal abonnieren. Und damit ich weiß, dass ich meinen Job hier gut gemacht habe, dann gebt einen Daumen nach oben. Und ich sag von hier aus Tschüssikowski und bis dann und immer schön weiterzocken. Bis dann, ihr Zocker. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready.
But don't you worry. Mommy always comes back. I think sometimes she doesn't tell the truth. Come on! We're gonna be late for the show! I wanna come home again. No, Johnny. Not again. You're a carousel of broken dreams. See? You meet a guy's wife, now he's got a whole new reason to make good. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein at the University of Berlin tells us that our universe may not be the only one. I missed you so much. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. Get back. You would never lie to me, would you?